Diesen Witz hat mir jemand geschickt. Theologisch nicht ganz einwandfrei, aber nett. Also, es ist so, dass ein Handwerker in den Himmel kommt und auch reingelassen wird. Und wie es so ist, Jesus geht gerade in der Zeit spazieren, wo der Handwerker in den Himmel kommt. Und der Jesus denkt sich, den kenne ich doch irgendwie. Irgendwoher kommt mir der bekannt vor. Und er geht hin und sagt, du sag mal, was ist eigentlich dein Beruf? Er sagte, ich mache mit Holz. Ich bin ein Handwerker, Zimmermann, Schreiner, die Richtung. Aha, sagte Jesus, kommt mir bekannt vor. Muss ich nochmal weiterfahren. Hast du eine Familie? Ja, sagt er, ich habe eine Frau und ich habe auch einen Sohn. Wenn man ehrlich ist, ist mehr so ein Ziehsohn, gell? Also ich habe nicht gezeugt. Sagt der Jesus, jetzt muss ich nochmal wirklich fragen. Ist dein Sohn in der Welt berühmt geworden? Ja, sagt er, ganz berühmt. Es gibt sogar ein Buch über ihn, das auf der ganzen Welt gelesen wird. Und es gibt eine Fernsehserie und viele Leute kennen ihn. Sagt der Jesus, Papa, sagt der Handwerker, Pinocchio?